Herzlich willkommen zum Nachrichtenüberblick bei Kusel TV. Heute ist Donnerstag, der 8. Juni. Jettenbach. Zwischen Freitag und Dienstagmorgen haben sich auf dem Gelände des Steinbruchs Langfinger herumgetrieben. Wie die Polizei gestern mitgeteilt hat, wurden 400 Liter Diesel sowie größere Spezialbatterien gestohlen. Vermutlich gelangten die unbekannten Täter aus Richtung Jettenbach über den unteren Feldweg auf das Gelände. Die Polizei bittet um Hinweise, vor allem wem am Wochenende ein Kleinlastwagen mit Doppelbereifung aufgefallen ist. Wolfstein. Unbekannte haben sich über das Pfingstwochenende an einer Forstrückemaschine zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei war die Maschine auf einem Waldweg bei Wolfstein abgestellt. Die bislang unbekannten Täter griffen durch die defekte Seitenscheibe ins Innere und konnten so die Tür öffnen. Sie klauten nicht nur einen Feuerlöscher, sondern ließen auch die beiden Seitenscheiben mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken entgegen. Meisenheim. Glück im Unglück hatte ein Autobesitzer, der seinen Wagen am Dienstag an der Bleiche abgestellt hatte. Denn aufgrund heftiger Regenschauer knickte ein unter Naturschutz stehender Baum um. Der ca. 8 Meter hohe Tulpenbaum fiel auf den geparkten Wagen. Stamm und Baumkrone fielen aber tatsächlich so glücklich um das Auto herum zu Boden, dass das Fahrzeug kaum beschädigt wurde. Verletzt wurde hierbei auch niemand. Die Ursache dürfte laut Polizei das faule Wurzelwerk des Baumes gewesen sein. Und wie immer zum Schluss der Blick aufs Wetter. Für den heutigen Tag zeigt die Vorhersage keinen Regen mehr und das Thermometer klettert bis auf maximal 21 Grad. Der Himmel bleibt aber wohl den ganzen Tag über bedeckt. In der kommenden Nacht ist der Himmel ebenfalls bewölkt und das Thermometer fällt bis auf 14 Grad. Der morgige Tag beginnt mit vielen Wolken und leichten Regenschauern. Im Laufe des Tages löst sich die Bewölkung aber auf und die Sonne gewinnt die Oberhand. Die Tageshöchstwerte liegen morgen bei 19 Grad. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel sternenklar und das Thermometer fällt bis auf 12 Grad. Das war der aktuelle Nachrichtenüberblick bei Kusel TV. Vielen Dank fürs Zuschauen.